Gibt es das perfekte Verbrechen? Die Waffen der Ermittler werden immer ausgefeilter. Doch sie bergen auch ungeahnte Risiken. Abenteuerforschung mit Professor Harald Lesch. Alle 5 Sekunden geschieht in Deutschland ein Verbrechen. Manche Täter verschwinden scheinbar spurlos. Doch der Schein trügt. Selbst was unsichtbar am Tatort zurückbleibt, lässt sich inzwischen mit moderner Technik und exotischen Helfern aufspüren. Doch noch immer bleibt fast die Hälfte der Straftaten unaufgeklärt. Und auch der nächste Täter träumt vom perfekten Verbrechen. Das perfekte Verbrechen ist wie Religion. Unglaublich, aber faszinierend. Der Satz stammt von Alfred Hitchcock. Herzlich willkommen bei Abenteuerforschung. Heute ganz im Dienste der Verbrecherjagd. Es ist aber auch faszinierend, die Jagd nach den Tätern. Aber auch ziemlich schwer, denn die Aufklärung eines Verbrechens entspricht ja einer lückenlosen Rekonstruktion. Und dazu braucht man Informationen. Am besten natürlich die von den Beteiligten, am allerbesten das Geständnis des Täters, direkt noch am Tatort. Aber meistens hat man es mit Zeugen zu tun. Und die sind natürlich fest davon überzeugt, dass sie die Wahrheit sagen. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber mit dem Gedächtnis ist das so eine Sache. Das Gedächtnis, so Immanuel Kant, das ist Fantasie mit Bewusstsein. Und deshalb ist eben leider nicht alles, was wir meinen, gesehen zu haben, auch tatsächlich genau so passiert. Sie war Opfer eines brutalen Überfalls. Jennifer Thompson. Sie ist 21 Jahre alt, als 1984 eines Nachts ein Mann in ihr Haus eindringt. Der Fremde bedroht sie mit einem Messer und vergewaltigt sie. Geistesgegenwärtig beschließt Jennifer, sich das Aussehen ihres Peinigers genau einzuprägen. Schaltet das Licht an, obwohl er es verbietet. Nie wird sie sein Gesicht vergessen. Das schwört sie sich. Der Fremde verschwindet spurlos. Wenige Tage nach der Tat hat die Kripo Verdächtige ausgemacht. Man legt Jennifer die Fotos vor. Einen identifiziert sie als Täter, Ronald Cotton. Ein Jahr nach der Tat kommt der Fall vor Gericht. Die Beweislage ist dünn. Doch aufgrund Jennifer Thompsons Aussage wird Ronald Cotton zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gefängnis prahlt ein Mitinsasse damit, der wahre Täter zu sein. Bobby Pohl. Der Fall kommt erneut vor Gericht. Doch Jennifer Thompson erkennt in ihm ihren Peiniger nicht wieder. Mehr als 10 Jahre später überführt ihn schließlich ein DNA-Test. Ein Kriminalbeamter hatte Beweisstücke mit Spermienspuren des Vergewaltigers aufbewahrt. Elf Jahre war Ronald Cotton unschuldig hinter Gittern. Wie konnte es passieren, dass Jennifer Thompson ausgerechnet in ihm den Täter sah? Forscher haben die Ermittlungen studiert. Erste Fehlerquelle? Das Phantombild, das ein Beamter mit Jennifer Thompsons Angaben anfertigte. Es verfestigte sich offenbar in ihrer Erinnerung. Dagegen begann das Gesicht des Täters zu verblassen. Das Phantombild trat an seine Stelle. Heute weiß man, jedes Abrufen einer Erinnerung kann den Gedächtnisinhalt verändern. Die Erinnerung an den Täter wurde durch das konzentrierte Erstellen des Phantombilds vermutlich überschrieben und die neue Version abgespeichert. Und so soll das Speichern im Gedächtnis funktionieren. Nervenzellen knüpfen dabei Verbindungen. Alte können gelöst und neu verknüpft werden. Die Verbindungen werden zudem, etwa durch Wiederholung, verstärkt oder aber abgeschwächt. Die Folge? Jennifer verglich die Verdächtigen mit ihrer Erinnerung an das nun eingeprägte Phantombild. Zweite Fehlerquelle. Die Fotos wurden gleichzeitig vorgelegt. Das verleitet dazu, die Gesichter zu vergleichen und dasjenige zu wählen, welches dem Täter am stärksten ähnelt. Doch ein Foto des Täters war gar nicht dabei.
Zeigt man die Fotos nacheinander, muss ein Zeuge jedes einzelne mit seiner Erinnerung abgleichen und beurteilen, ob es den Gesuchten zeigt. So sinkt das Risiko einer falschen Identifikation. Dritte Fehlerquelle, die Gegenüberstellung. Jennifer Thompson identifizierte Ronald Cotton. Sie erkannte ihn wieder, aber eben nicht durch ihre Erinnerung an die Tat, sondern durch ihre Erinnerung an sein Foto. Ronald Cotton war damit zum Täter in Jennifers Erinnerung geworden. Ein fataler Irrtum im besten Glauben. Wenn noch nicht einmal das Opfer sich wirklich sicher sein kann, was und wen es ganz genau gesehen hat, dann wird es aber für die Ermittler ganz schwierig. Denn normalerweise trauen wir doch unseren Augen. Naja, werden Sie jetzt vielleicht sagen, das Opfer ist vielleicht nicht der beste Zeuge. Und mir kann das nicht passieren, denn wenn ich ruhig und entspannt bin, dann kann ich doch genau beschreiben, was passiert ist. Dann weiß ich doch, was ich gesehen habe. Mich und mein Gehirn kann man doch nicht überlisten. Die Erforschung der Verlässlichkeit menschlicher Gehirne ist in den letzten Jahren zum Gegenstand hochinteressanter kriminalpsychologischer Experimente geworden. Und es ist ja auch wichtig, denn das Risiko eines Fehlurteils hängt ja auch davon ab, welcher Zeuge was wann gesehen hat oder gesehen haben will. Und ich sage Ihnen eins, glauben Sie sich kein Wort. Vorbereitungen für ein aufwendiges Experiment. 10 Freiwillige wollen sich an einer Fernsehdokumentation über das Gedächtnis beteiligen. Was tatsächlich auf sie zukommt, ahnen sie nicht. Die erste Aufgabe, die Teilnehmer sollen sich ein Bild einprägen. Nach einer Minute sollen sie schildern, an was es sie erinnert. Manche beschreiben ein Rad, andere einen Ventilator. 2 Monate später. Nun sollen die Probanden das Bild aus ihrem Gedächtnis malen. Das Ergebnis verblüfft. Dieses gleicht eher einem Rad als dem Original. Und ihr Werk? Auch sie hat sich stärker von ihrer Assoziation leiten lassen. Tatsächlich behalten wir etwas besser, das sich mit schon Bekanntem verknüpfen lässt. Etwas, das Sinn macht. Und noch einen Fallstrick hatten die Forscher ausgelegt. Die Farbauswahl enthielt Pink, obwohl die Farbe im Original gar nicht vorkommt. Ausnahmslos folgten die Teilnehmer der falschen Fährte. Wenn Pink schon vorgegeben wird, muss es auch eine Rolle spielen, so die Vermutung. Es wird offensichtlich, wie leicht sich die Erinnerung beeinflussen lässt. Nun steht den Probanden das entscheidende Experiment bevor. In Kürze werden sie Zeugen eines Verbrechens. Tatort, dieses Lokal. Die Gruppe nimmt Platz an den für sie reservierten Tischen. Alle anderen Personen sind Schauspieler. Der Raum ist mit versteckten Kameras gespickt. Das Experiment beginnt. Eine Frau wartet. Ihr Freund kommt anscheinend wieder mal zu spät. Die Stimmung ist angespannt. Dazu kommen 2 Arbeiter. Einer lässt seine Tasche fallen. Das sorgt für Unmut. Der Mann scheint genervt. Die Probanden beobachten die Szene. Und als der Mann zur Toilette geht, nähert sich einer der Arbeiter der Frau. Was ihrem Freund, als er zurückkommt, gar nicht gefällt. Es kommt zu Handgemenge. Plötzlich wälzt sich der Freund der jungen Frau am Boden. Ein Kellner versucht zu helfen. Seine Kollegin ruft den Notarzt. Doch die Sanitäter kommen zu spät. Sie werden den Tod des Opfers feststellen. Noch wissen die Probanden nicht, dass die Szene gespielt war. Sie werden als Zeugen befragt, wie bei einem echten Fall. Mhm.
Als er das Messer benutzte, ging er mit der Person zu Boden. Dann rief er, ich habe ihn erstochen und rannte weg. Scheint plausibel, aber ist es auch wahr? Haben Sie ein Messer gesehen? Nein, ich habe kein Messer gesehen. Es gab auch gar keines. Die Zeugin hat das Gesehene logisch ergänzt. Woher sollte die Verletzung sonst stammen? Und wie steht es um die Erinnerung an den Täter? 6 Wochen nach dem Mord sollen die Zeugen den vermeintlichen Mörder identifizieren. Und das sind sie, der Täter, sein Arbeitskollege und das Opfer. Die übrigen Fotos zeigen eine Auswahl von beliebigen Porträts. Erinnern sich die Probanden an die Beteiligten und an deren Rolle? 7 der 10 Zeugen erkennen den rüden Arbeiter wieder, doch den